Hallo und herzlich willkommen zusammen Kat, in einem weiteren Video. Heute mit dem Spiel Last Epoch und geht morgen los. Heute ist der 20. Geht morgen los. Morgen ist offizieller Release. Und davor, wir haben schon länger Beta-Zugang, aber ich bin halt leider noch nicht dazu gekommen. Und heute testen wir es mal. Online-Spiel, Offline-Spiel haben sie jetzt reingebracht, das ist gut. Einstellung, so, wir gucken mal. Erstmal, leider müssen wir die Musik runter machen, ja, auch wenn sie cool ist. Kein Ding mehr, wie nicht genug Mana. Fehlermonologe, das machen wir aus. Spiel im Hintergrund stumm schalten, das brauchen wir nicht. Tonabmischung, ja, ist eigentlich egal. So, Grafik, Monitor, bla bla bla. Helligkeitstürmodus. Okay, vertikale Synchronisation, machen wir an. Also, Leute. Das konnte ich trotzdem noch auswählen. Okay, aber trotzdem, ich bitte euch, auf Hälfte aus. Also, ich weiß nicht, das Spiel ist so heiß begehrt und die kriegen es noch nicht mal gebacken. 5 Euro für einen anständigen deutschen Übersetzer oder was? Junge, das soll anheißen. Und nicht auf. Aktiviere sie, wenn dein Bild wieder zerschnitten angezeigt wird. Was? Ah, okay. FPS im Hintergrund braucht nicht gemacht werden. Das ist Schwachsinn. Allein dieses Hin- und Herschalten ist halt schon ein bisschen blöd, denn FPS-Begrenzung. Okay, das Minus, das verwirrt so ein bisschen. Zack. So, okay. Ansonsten Anzeigemodus, Gesamtqualität. Lassen wir mal auf Mittel. Borderless Window ist okay. Helligkeit. Ja, wird auch okay sein. Strahlend, sehr strahlend. Okay. Detailschatten, Kantenglänze, Grasdichte. Beleuchtung. Okay, gut. Ich denke, das passt soweit alles. So. Jetzt hat es ja doch wieder geändert, oder? Oh, das Window. Keine Ahnung. Okay, Filter für Kraftausdrücke brauchen wir nicht. Chat deaktiviert, eine soziale Anfrage. Prüfungen, Solo-Konto. Okay, Masochisten, Herausforderungen. Herausforderungen werden ausgewählt, wenn du einen Charakter stellst. Einige Herausforderungen und sind erst dafür verfügbar, wenn du das Spiel mit einem vorherigen Charakter durchgespielt hast. Ah, okay, das ist cool. Was wie eine Art, Neues Spiel Plus oder sowas. Okay, gut. Ja. Wir spielen einfach online. Und dann gucken wir mal. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben ja so einen Paladin. Wir haben ja so eine Art Schurke. Magier. Barbar. Und irgendwie Necromancer. Ja, in den meisten Fällen habe ich eigentlich sowas immer gern gespielt. Schurken. Klingentänzer. Scharfschützin. Falknerin. Stimmt, Falknerin kommt ab morgen denn rein. Ja, wir gucken einfach mal so durch. So, Wächter, Lehrenritter, Ambosswächter, Paladin, genau. Ich glaube, das kommt morgen auch rein. Meisterschaftsklasse wird während der Kampagne ausgewählt. Ah, okay. Wird während der Kampagne ausgewählt. Das wahrscheinlich dann auch. Stimmt. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Magier, Zauberer, Zauberklinge, Runenmeister, okay. Was haben wir hier? Primalist, oh. Doch kein Barbar, sondern Primalist. Tiermeister, das klingt ja cool. Schamane, Druide, okay. Was kann die? Akolyt, Nekromant, Lich, okay. Also ich muss sagen, so von den Charakterdetails sieht es ein bisschen komisch aus. Kann das sein? Ich mache jetzt mal Ultra. Ich bin mal gespannt. Es ändert sich eigentlich nicht viel. Oder? Ändert sich eigentlich nicht viel. Sehr niedrig mache. Also in den Charakterdetails ändert sich eigentlich nichts.
Na? Also die sehen immer noch so hässlich aus. Okay, gut. Ja, was machen wir? Eigentlich bin ich so ein Tierfreund, muss ich sagen. Ich glaube, wir nehmen mal den Tiermeister. Das klingt sehr, sehr gut. Oder Schamane spiele ich eigentlich auch immer gerne, aber Tiermeister klingt auch gut. Glaube, das machen wir. Das klingt gut. Also, Tiermeister. Gut. Standard Hardcore-Charakter gefunden. Kein Zugriff auf Gegenstände oder Ressourcen, die von anderen Charakteren gesammelt werden. Charakter gefunden. Hä? Junge, was ist das für über. Es ist so schade, ne? So, okay. Also stirbt dieser Charakter, verliert er seine Eigenschaft als Hardcore-Charakter und kann als Softcore-Charakter wiederbelebt werden. Da können wir mal irgendwann mal eine Challenge machen. So eine Community-Challenge, wenn ihr das wollt. Aber erstmal will ich das Spiel so ein bisschen antesten, ob es überhaupt zusagt. Wenn es mir zusagt, wird dann wahrscheinlich auch mehr davon kommen, denn ich erwarte eigentlich viel, weil es wird so gehypt eigentlich, ja. Soll ja besser sein mit Diablo und Path of Exile und so weiter alles. Also, deswegen, wir werden sehen. So, Prüfungen. Das sind auch Season-Charaktere. Ne? Eigentlich. So. Okay, das können wir auch mal machen, aber für den Anfang jetzt erstmal. Da stand da, die kannst du auf Gegenstände oder Ressourcen, die von anderen Charakteren gesammelt wurden. Aha, okay. Ja, genau. Charakter einfach erstellen. Wir gucken mal, was so auf uns zukommt. I am the Primalist, man of the wilds, the link between the people of my tribe and the spirits of the land. I was returning to my home in Heoboria from a hunt, only to find flames, destruction, a raid by the forces of Raya. My home and my family had been turned to ash. The call came for the tribes to unite, but I am drawn elsewhere. Now I am traveling to the Temple of Itera in search of answers from the Mother Goddess and the strength to take my vengeance. Aha. Ich hoffe, zum Release ist alles auf Deutsch. Ah, ist gemischt, okay. Einiges Englisch, einiges Deutsch, okay, gut. Oh, okay. Oh, was ist das? S. S, okay. Also ich muss alles mit der Maus steuern, okay. Gibt kein BRSD. Hier komme ich wohl nicht durch. Karte ist hier, das Quest ist hier. Sieht doch so ähnlich schon wie bei Diablo aus, also. Warum können die alle nicht so ein eigenes Dings erfinden, so ein eigenes UI, ja? Sie nehmen alle als Vorbild immer Diablo. Verstehe ich nicht. Aber okay. Bewegung, Linksklick oder nutze den Joystick an deinem Gamepad, um dich zu bewegen. Du kannst mit der linken Maustaste gedrückt halten, um weiterzulaufen. Okay. Okay, Chat haben wir hier auch. Beim Chat muss ich sagen, mache ich mir immer gern extra Dings, aber kann man hier wohl nicht. Schade. Hätte ich gern machen können. Aber okay. Gut. Weißt du, so ein privates Ding, wo wirklich nur wichtige Nachrichten stehen. Aber, naja. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Hase. Oh, geht gleich los hier mit Gegner. Oh, das ist aber sehr langsam. Aber wir kriegen schon mal einen Hund. Okay, aber sehr langsam. Das ist ja richtig langsam. Okay. Okay. Kann ich auch zerstören? Gut. Das nicht mehr. Okay. Okay, man kann sogar ganz durch ranzoomen. Okay. Gut. Ja, versammle eine Gruppe, drücke H, Social Pill zuzugreifen, Freunde hinzuzufügen, zu einer Party zuzuladen. Okay, alles klar. Cool. So. Was ist denn das hier überhaupt? Laufen. Move or Attack.
Okay. Das ist wahrscheinlich die linke Maustaste. Ah. Kann ich einstellen, was er tun soll. Okay. Ja, hier kann er nur laufen. Okay, dann kann ich also einstellen, was er tun soll. Klick. Okay, cool. Kann ich das auch nochmal? Ah, okay. Also ich kann das hier immer wechseln. Wunderbar. Q, W, E, R finde ich gut. Ja, dass es nicht so viele Hotkeys gibt. Ja. Manche sagen vielleicht, es wird eintönig, aber ich finde, wenn es nicht so viele gibt, ja, dann hat man halt, kann man sich so besser auf den Kanz konzentrieren und sowas alles. Also ich bin so ein Mensch, ich brauche jetzt nicht 20.000 Hotkeys. Ja. Was ich aber bevorzugen würde, wenn es schon so wenig Hotkeys gibt, dass man wie eine Art Kombo-System baut. Ja. So. So. Ich glaube, wir könnten ruhig noch eine Schippe drauflegen bei der Grafik. Dann machen wir auf hoch. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Kriegen wir auch Ultra hin. Schauen wir mal. Ja, es ist dann halt bloß ein bisschen mehr Schnickschnack. Ja. Ja, wir gucken mal, ob man es auf Ultra macht. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Im Hintergrund liegt auch noch ein anderes Spiel. Also ich denke mal schon, dass das gut so aussieht. Zack, zack. So, alles kaputt machen. Hier ist eine Quest. In den Händen eines gefallenen Boten findest du einen Brief vom Rat der Hüter. Er ist an dich interessiert. Reisende, Reisende. Oh, sogar vertont. As keepers, we avoid conflict. We're dedicated to the goddess Atera's memory. That is, until Raya forced our hand. Finde ich gut, dass es vertont ist. Destroy us and steal Atera's legacy. We can't let that happen. We need Herod's help. Your help. Okay. Gut. Hier ist also, so grundlegend ist hier eigentlich nichts anwählbar. Okay, so. Attacke. Aber ich finde, das Kämpfen ist sehr schwerfällig momentan so. Oha. Kann ich eigentlich auch ausweichen? Ne, ausweichen geht gar nicht. Okay. Also man kann nur drinstehen. Okay, auch das Inventar, ja, ist halt so grundlegend. Oh, es gibt Aussehen, okay, also gibt es noch Fashion. Segen, alter Verstoßene, gestohlene Lanze, okay, okay, okay. Da muss ich mich noch beschäftigen. So, was ist das hier? Zweihandschwert, ah. Ich hätte eigentlich schon gern Einhänder, aber okay, bis wir was Besseres finden. Fällt euch was auf? Er ist mit einem Zweihand schneller als mit einhandiger Waffe. Alles klar. Kurzspeer. Oh, auf Tab ist eine Karte. Okay, cool. Dann für Ziergegenstände. Einstellen, Spielleitfaden. Okay. Oh, die Karte ist aber groß. Okay, also echt viel zu tun. Reales Zeitalter, Zeit eines Ruins, Ende der Zeit. Okay. Alles klar, also einiges zu tun. So. Was sagt der Speer? Vergleichen. Achso, hier. Defikation ist das und vergleichen. Okay, Nahkampf. Guck mal, obwohl beides. Ah, nee, das ist beides durchschnittlich. Ah, jetzt verstehe ich das deshalb. Okay. Deshalb ist es so langsam gewesen. Okay, gut. Verstehe.
Aber das finde ich gut, dass schon mal der Hund ewig bleibt. Also am ersten Mal rufe ich ihn und... Eisdornen? Okay. Verstehe ich jetzt noch nicht, aber okay. Gut. Warum greift der schon wieder nicht an? Ich habe doch eigentlich eingestellt, dass er angreifen soll. Er macht es irgendwie nicht. Also man kann solche nicht einstellen, dass er das machen soll. Nur wenn ich Shift drücke. Also man kann es nicht einstellen. Das ist schon eine starke Leistung. Okay. Nur wenn ich hier Shift drücke. Okay, ich muss Shift gedrückt halten. Dann macht er das. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Ja. Das macht er auch nicht. Doch, macht er. Okay, also das fühlt sich ein bisschen schwerfällig an, muss ich sagen. Mit Gegenstände zerstören. Oh, ein Riesenbär. Der greift auch nicht an, ne? Also man muss immer Shift, selbst wenn ich Shift gedrückt habe. Also das muss ich schon mal sagen, das geht besser. Das haben andere Spiele schon besser gelöst. Und das fällt mir jetzt schon ganz am Anfang schon auf. Also, naja, weiß ja nicht. Warum sollte ich hier sowas haben und dann sowas haben, ne? Das ist schon... Finde ich ein bisschen schade. Kann ich das einstellen? Müssen wir gucken. Gameplay. Schwanze LP über Feinde anzeigen, ja. Über Spiele anzeigen, das brauche ich nicht. Über Diener auch nicht. Oh, das ist ja süß. Und wälzt sich da, das ist gut. Nahkampf bewegen, wenn Gegner außer Reichweite sind. Also das macht er. Okay, das kann man einstellen. Spart German, okay. Beutefilter, weg. Affix Anzeige. Länge der Gegenstandsnamen. Gegenstand automatisch vergleichen. Ja, stimmt, das Spiel hat den Namen im Kopf deines Charakters im Spiel an. Kann man darauf, wie andere Spieler den Charakter im Mehrspielermodus sehen. Okay. Bildschirmwackelmodus, die meisten Fähigkeiten will ich gar nicht haben. Bildschirmwackelstärke will ich überhaupt nicht haben, so ein Scheiß. Feinde blitzen bei Treffern auf. Okay, Mauszeiger auf Spielfenster beschränken. Ja, das ist auch gut. Für Unterstützung, RGB, Warnung. Also, man kann nicht mal viel einstellen. Okay, das ist krass. Gameplay, Grafik, okay, Sound, Soziales, Prüfungen, das finde ich krass. Also allein schon bei den Einstellungen in den ersten Minuten muss ich sagen, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ne? Ich bin so ein Typ, wenn ich klicke, wenn es schon mit der Maus ist, möchte ich klicken, Angriff. Ne? Und nicht, dass ich hier noch Rechtsklick machen muss und sozusagen einen Slot verschwende. Für mich ist das eine Verschwendung. So, das hätte man schon besser lösen können. Das finde ich echt schade. Noch nicht mal, wenn ich Shift drücke, bleibt er stehen und greift er an. Also das können andere Spiele besser. Das ist eigentlich für so einen Hack and Slay, sag ich jetzt mal, also Standard. Ja, dass wenn ich eine Maus drücke und auf den Gegner, dass der haut und wenn ich Shift drücke, kann ich im Stand angreifen. Das ist das 1x1 von Hack and Slay Spielen. Weiß ich nicht, warum man das nicht mit reingemacht hat. Guck mal, er greift noch nicht mal an. Ich muss immer die ganze Zeit Rechtsklick machen. Also das ist schon echt schade. Das enttäuscht mich jetzt. Das enttäuscht mich doch schon.
Also dann kann ich die Scheiße auch rausnehmen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Gut. Dann finde ich die... Ach, jetzt macht das oder was, wenn ich jetzt auf Linksklick drauf drücke? Ja, also... Bisschen komisch, aber egal. Weiter geht's. Vielleicht wird zu Release am morgigen Tag alles anders. Wir werden sehen. Ne. Okay, muss ich auch mit Rechtsklick mal so Wasserschränke. Wert um 100% erhöht im anderen Region und Abklingzeit Wiederherstellungstempo. Okay, also aber solche Portale haben sie übernommen, ja. Das ist eigentlich nichts Neues, sowas kennt man. So. Keine Leichen, Leichen sind bis zu einer verbrannt, sie waren auf der Flucht. Doch kein Ausweichen, nichts, also entweder Hit oder stirb, ja. Okay. Oh, wir haben eine Fertigkeit. Einführung des passive System. Passivpunkte. Du hast Passivpunkte, den du in der Stufe aussteigst und Quests abschließt. Meisterschaftsklasse. Momentan hast du Zugang zu den Passiven deiner Grundklasse. Während des Abenteuers wirst du Gelegenheit haben, eine Meisterschaftsklasse zu wählen. Nachdem du eine Meisterschaftsklasse gewählt hast, erhältst du Zugriff auf den linken Bereich jeder Meisterschaft und den rechten Bereich deiner gewählten Meisterschaft. Ah, okay. Cool. Okay. Meisterschaft. So, die Gesundheit. Geschenk der Wildnis erhöht der Vasallengesundheit. Natürliche Einstimmung. Wofür es auch immer ist. Eins pro Punkt. Blitzwiderstand. Jeder Punkt Einstimmung gewährt zwei Mana und verbessert Fertigkeiten, die auf der dir und deiner Umgebung innewohnenden Magie beruhen. Wie zum Beispiel Eiszorn und Dornentotem. Okay. Unsere Stärke. Jeder Stärkepunkt erhöht den Rüstungswert um 4%, verbessert Fertigkeiten, die auf der reinen Stärke von dir und deinen Begleitern basieren, wie zum Beispiel Prankenhieb und Wolf. Ich glaube, da ich auf die Tiere gehe, ist das, glaube ich, sinnvoller, entweder das hier zu machen. Ich glaube, den Blitzzauber, das wäre gar nicht so notwendig. Du kannst zwei Nahkampf gleichzeitig führen. Das klingt gut. Das werde ich auf jeden Fall machen. So, aber ich glaube, wir machen erstmal auf Stärke. Genau, wir machen auf Stärke. So. Okay. Gut. Haben wir neue Sachen? Ja. Wir haben neue Sachen. Können wir auch gleich ausrüsten. Was ist das? Ein Reisestab. 16 Nahkampfschaden. Den brauchen wir eigentlich nicht. Die Axt heben wir uns dann nachher mal auf. Auch dieses Interface hier. Das ist alles abgekapert. Das kann man sagen, wie man will. Und ich finde, wenn man schon so einiges von anderen Spielen abnimmt oder übernimmt, genauso wie diese Orbs hier, ja, machen wir uns nichts vor, dass wir wissen, woher das kommt. Und aber da kann man doch wenigstens mal im Stand angreifen. Und finde ich schade. Finde ich es für so ein Spiel, was so, sag ich jetzt mal, so hoch angesehen ist, ja, und was wirklich gut ist in der Community. Wo man auch viel spricht drüber, finde ich echt schade, dass so eine wichtige Funktion fehlt. Also meiner Meinung nach schon. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du Bogenschütze bist. Da bist du die ganze Zeit nur am Hin- und Herklicken und hoffen, dass du da wirklich triffst. Ne? Weil im Stand könntest du stehen bleiben, schießen, weiterlaufen, stehen bleiben, schießen. So. Aber egal. Als du ankamst, gab es deine Familie. Das passt natürlich perfekt, alles in Ordnung. Es war mein Fehler. Sie waren in die Ecke getrieben und es waren so viele. Ich kann mit Osprix fertig werden. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten zurückbleiben. Achso, er redet ja. Scheint auf jeden Fall stark zu sein.
Are you also here for the peace talks? I am. Name's Grail. Since we're both headed the same. Das ist schon geil, ja? Der stellt mir Fragen und ich tue einfach Gegenfragen stellen. Who says I'd be helping you? Besides, we'll be awkward ignoring each other. Come, let me watch you fight. Okay, jetzt folgt er mir und geht's weiter hier. Oh, die kämpfen also auch gegeneinander, okay. Ah ne, war das mein Hund? Mein Hund killt einfach alle hier. Ich hoffe. Ah, da unten geht's auch weiter, okay. So much destruction. And for what? Okay. Auf Dornentotem, okay. Auch hier werden wir wieder auf den Punkt gehen, so. Das ist hier, ich habe Sturmtotem. Eigentlich will ich Tiermeister. Ja, deswegen lassen wir das mal weg. Neue Fertigkeit, was ist das jetzt hier? Okay, ah, jetzt habe ich hier die Fertigkeit, so. Ja, das ist ein 1, was kann ich hier machen? Wolf beschwören. Ah. Die Fertigkeiten haben an sich auch nochmal. Ach du Scheiße. Das ist ja krass. Okay. Ja, die Skills haben nochmal Unterskills. Okay. Aber finde ich cool. So kann ich denn sozusagen trainieren? Tu irgendwas. Schaden. War mehr LP. Okay. Deine Wölfe haben zusätzlich schon erhöhte Ausweichwertung. Angriffs- und Bewegungstempo. Okay, du für kurze Zeit hast. Okay, ich denke mal, wir gehen voll auf Damage hier. Das ist, denke ich mal, schon wichtig. Gerade für den Anfang. Erstmal voll schön auf Damage. Ich muss dann nach unten gehen. Where did you learn to fight? Okay.
Und was ich auch immer wichtig finde, wenn ich die Sache wieder wegnehme, gut. Sehr schön. Okay. Oh, ich habe schon die ganze Zeit schon einen Helm, sehe ich noch, hab ich noch gar nicht gesehen. Das finde ich immer sehr wichtig, dass in solchen Spielen, dass man das auch sieht. Ich meine, Gürtel ist jetzt nicht so wichtig, aber zumindest wenigstens die Hauptrüstung und sowas alles. Also das sollte schon sichtbar sein. So, wir haben eine neue Waffe gekriegt. Elf Paper-Tötung, Chance auf Entzündung, Betreffer. Okay. Hm. Nehmen wir Lebensreck oder nehmen wir nicht Lebensreck? Das ist halt immer so eine Sache, ne? Aber wir hätten schon mal zwei Einzelwaffen, falls ich das kriegen sollte. Ja. Wir gucken mal, wie es mit dieser Waffe ist. Ob die besser ist. Mal ein bisschen ausklappen, so. Gut, es kommt bestimmt so ein Boss. Ja, das war der Boss. Keepers have proven difficult to track, but my observations revealed the truth. Their camps are neither chosen nor abandoned on a whim. There's a pattern to how they scurry. I instructed my soldiers to investigate the abandoned camps. Invariably, they're near shrines devoted to the eldest of gods. Each one was as empty as the last, save for meager signs of the Keeper's presence. They're not guarding the ruins. They're traveling between them, over and over. They must be moving with them. It'll be as simple as burning these vermin to ash. Raya wills it. Okay. Betritt das Lager der Hüter. Ja. Achso. Ladehemmung. Quest abgeschlossen. Gold und Erfahrung gekriegt. Okay. Herots offered protection. More than protection. An alliance. But the truth is, we know little about him, or his people. Why should the Council trust him? Prospect 1. He's one of the gods. Atera made him just as she made us Keepers, and gave him a role by her side. He's the guardian of his people, and he does his job well. Prospect 2. He cares for his people. Like the goddess herself, he extends his heart to all who need support. He forms alliances, wanting to stand united. Meanwhile, Raya wishes to tear this world asunder. Prospect 3. His people are warriors. Herborian fighters put ours to shame. We fight because it is necessary, while they relish in it. I'll take on being behind their blade any day. Thus, I propose we accept this alliance. It is not in our nature, but we Keepers have a sacred duty to uphold. Without Herod's help, our efforts might prove fruitless. Okay, okay. Gut. Sounds like their leaders waiting up at the shrine. The Keepers have done well. This place isn't too different from home. A group tied closely with our goddess, Etera,
They've been indebted to her. But why, we do not know. Even their name is... Well, what do they keep? Do they adhere to another god, or just her? It's these mysteries that interest the Osprix. Whatever secrets the Keepers hold, I'm sure Raye wants them. Now, we speak to the Keeper Council. Speaking of, I must head there now. Feel free to look around. I'll see you shortly. Okay. So, oh, kann mit allen sprechen? Nee. Toll, ich krieg so ein Symbol, aber ich kann mit denen nicht sprechen. Aber auch nicht schlimm. So. Das wird wohl eine Art Portal sein, ja, okay. Krippen. Ah, okay. Hier gibt es verschiedene Gebiete, okay, okay. Gut, ich sprich mit der Hüterin Lena im Lager der Hüter. So, was ist das hier? Ah, Passivpunkte neu zuweisen, ja, das kennt man ja so. Dann ist hier das Lager. Okay. Ja, lass es ruhig ewig geöffnet. Konfigurieren. Okay, man kann noch nicht mal einstellen, dass es sich automatisch schließt. Ach Leute, das ist... Hier sind zwei Truhen auf einmal. Rechts und links. Warum macht man hier zwei Truhen, rechts und links? Das verstehe ich nicht. Ist ein Händler, okay. Also das ist das Typische so, was man ja so kennenlernt, ne? Okay, das ist ein Amulett, gut. Zweihandstreitkolben 24. Hat aber natürlich keine Affixe. Also ich mag so Affixe. Was hier? Okay, die können also alle verkaufen oder kann ich die zerlegen? Der übertragen, sortieren, noch. Okay, wir gucken noch, ob wir die noch zerlegen können oder sowas. Ja, aber trotzdem für den ersten Eindruck erstmal. Also, ich sag euch ganz ehrlich. Ja, der Anfang von Diablo war einfach fesselnder, war spannender. Da, weiß ich nicht, da hat man wirklich eine Geschichte gespürt. Ja, hier. Sehe ich momentan, ist es ein billiger Abklatsch von Path of Exile. Ja, man hat versucht, aber es hat nicht so ganz gefruchtet. Also, ich finde es auch bis jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Aber kann vielleicht in weiteren Videos oder weiteren Stunden, die ich das Spiel noch spielen werde, ich gebe denen die ganze eine Chance. Aber ich muss sagen, es flasht mich jetzt nicht so sehr. Ja, also ich finde von Diablo, da... war viel mehr Spannung. Ne? Klar, es ist ein größeres Entwicklerstudio dahinter, aber ich finde mal so, man hätte ein bisschen mehr machen können. Was mich auch, wie gesagt, stört, ist diese Steuerung am Anfang hier, dass man nicht mal in einem Hack-and-Slay-Spiel nicht mal per Shift stehen bleiben kann und dann einfach wild draufhauen kann. Das ist so eine Grundfunktion, die gehört einfach rein. Genauso habe ich jetzt auch gerade erkannt, hier, das ist Entwicklungs-1x1, wenn ich weggehe, dass sich das Ding schließt. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt's, wie gesagt, morgen ist Release. Vielleicht kommt zum Release noch rein. Dass sie dann so einige Bugfixes noch haben und so weiter. Ich bin gespannt. Deswegen gebe ich den ganzen noch eine Chance. Aber für den ersten Eindruck, ja, es sieht zwar auch gut aus, ja. Es ist interessant. Auch der Fertigkeitsbaum wirkt interessant. Aber es ist jetzt nicht so Neues, ja, also, weiß ich nicht. Also ich so als so Unerfahrener eigentlich in diesem Bereich, muss ich sagen, es habe ich schon irgendwo mal gesehen, ja. Und es flasht mich jetzt nicht so. Also, aber mal gucken, wir werden sehen. So,
Gut, hat jetzt das Video gefallen? Möchtest du mehr sehen? Lass gerne einen Daumen hoch. Auch über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn du mit mir zusammenspielen möchtest, das Spiel, komm auch gerne auf den Discord. Da mache ich auf jeden Fall einen neuen Channel für uns und dann können wir da auch uns unterhalten, können uns verabreden, was weiß ich nicht. Oder du kannst auch gerne dann die andere, die anderen Spiele mit den anderen Spielen und so weiter. Und ja. Wenn du noch mehr wissen willst, wie gesagt, kannst du unter die Kommentare schreiben und. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel so für den ersten Eindruck fandet. Würde mich auch sehr interessieren. Meine Meinung kennt ihr. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, Sikowski.